Das ist jetzt der Anstieg über den Tunnel. Hier unten ist der Tunnel. Ein bisschen kann man sehen. Weiter geht's steil bergauf. Max bildet die Vorhut. Ich schnaufe hinterher, aber das Ende des Tunnels oder des Hügels ist in Sicht. Dann geht's wieder steil bergab. So, gleich geschafft. So, von nun an geht's bergab. Max wird wieder ganz schnell. Ein Tor. Gleich noch eines, denn hier führt Feldweg. Eben. Und die steilen Steffele runter. Und da sehen wir schon wieder den Kanal. Das ist der Calden-Kanal. Das Mäuerchen, was wir sehen, ist das Tor zum Tunnel. Und da sind wir gleich und warten auf Hans-Peter. Und noch ein Tor. Den Cobblestones geht es sich nicht so gut. Signalisieren wir dem Hans-Peter, dass kein Boot in Sicht ist. Alles klar, keiner in Sicht. Morning. So, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Der Leak-Tunnel, so heißt er, ist ca. 130 Meter lang. So, und jetzt warten wir es ab, bis wir das Headlight sehen. Inzwischen noch einmal Landschaft. In der Ferne ein paar Häuser. Das Auenland von Mittelerde. Vogelgezwitscher. Und wir warten. Durch den Tunnel muss man natürlich ganz langsam fahren, denn der Tunnel ist sehr, sehr schmal, stockfinster. Deshalb auch das Headlight. Nicht so sehr, dass man selber sieht, sondern dass man von anderen Booten gesehen wird. Und jetzt kann sich's nur noch um wenige Augenblicke handeln.
Die andere Seite war deutlich schöner, weil da dieser Kasten, auf dem ein Beutelchen mit Hundekacke liegt, typisch, ihre Beutel schmeißen die Engländer einfach so in die Pampa, habe ich das Gefühl. Oder lassen ihre Hunde auch auf dem Weg kacken, ohne das aufzunehmen. Machen aber großes Gewese drumherum. Na, jetzt dürfte es doch bald soweit sein. So, 6 Minuten sind vorbei. Eigentlich gar nicht lang. Hinter der Hecke zu meiner Rechten höre ich Frauenstimmen und ein Flugzeug stört die Ruhe am Koldenkanal. Also wesentlich schneller. Zu Fuß ist man wesentlich schneller als mit dem Boot. Und jetzt müsste er dann gleich erscheinen. Und da kommt er auch schon. Ich sehe das Headlight. Jawohl, er hat es geschafft. Der Tunnel ist geschafft. Man sieht hier, wie narrow sowohl Tunnel als auch Boot sein müssen, um unter diesem Berg durchzupassen. Unter diesem Hügelchen, gemacht eigentlich für Hobbits, habe ich so das Gefühl. Da kommt der Kapitän mit seinem Schiff. Jetzt wird er schauen, dass er uns hier wieder aufnimmt. Den Hund, der schon gespannt schaut. Und jetzt auch hinrennt, aber nicht allzu weit, weil Wasser mag er nicht. So, und jetzt kommt der schwierige Teil, nämlich wieder das an Bord gehen.